Heute habe ich zwei spannende Visionen für euch. Die eine führt uns in die Welt des russischen Bären, einem Symbol für Stärke und Macht, der nun erwacht und auf den wir wirklich achten sollten. Die zweite Vision ist der Phönix, der uns neue Erkenntnisse für Europa bringt. Also sehr spannend, bleib dran, damit du auch genau Bescheid weißt. Bevor wir jetzt gleich beginnen, habe ich erst noch zwei Dinge in eigener Sache, die ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar gibt es einen kostenlosen Test auf unserer Webseite, den du machen kannst, um herauszufinden, in welchem spirituellen Bestimmungsfeld deine Aufgabe liegt, was deine bestimmten Fähigkeiten sind. Das ist alles kostenlos und wenn du hier unter dem Video guckst, dort ist der Link, wo du einfach mal draufklicken kannst. Das zweite wäre das Webinar mit Atreus, dem Kommandeur des Galaktischen Rates, der uns in der Plejadenschule ausbilden wird. Und zwar geht es hier um die Phase 2 und das ist abgepasst auf die aktuelle Zeit, den neuen kosmischen Wendepunkt Energie. Und es ist wirklich beachtlich, was er für Werkzeuge für uns hat, was er für Heilenergien hat und wie er uns in der aktuellen Zeit unterstützen kann. Du solltest dich auch gleich dazu anmelden. Unter dem Video ist der Link. Ja, und jetzt kommen wir zu meinen Visionen. Und zwar geht es um einen großen Bär und um viele kleine Bären. Und da gibt es Varianten. Und dann kommen wir noch zu dem Phönix. Ich erkläre euch das nachher genau. Jetzt muss ich erst noch mal ein bisschen ausholen, damit ihr wisst, was ich meine. Die Sowjetunion bestand ja von 1922 bis 1991 und wurde dann auch UdSSR genannt. Diese Abkürzung stand für Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Und zu dieser Union gehörten Staaten, die nach dem Fall der Sowjetunion unabhängig wurden, also 15 unabhängige Staaten. Ich will mal versuchen, dass ich die aufzählen kann. Also Russland, Ukraine, Belarus, Usbekistan, Kasachstan, Georgien, Litauen, die Republik Moldau, Lettland, Kirgisistan, Turkmenistan und Estland. Russland ist also dieser große Bär, den ich zuerst gesehen hatte. Wenn man den Bären an sich anschaut, hat er ja sehr viel Mut und sehr viel Tatkraft und verfügt über eine ansteckende Ruhe. Und diese Ruhe verhilft den Bären zu einem soliden Selbstvertrauen. Der Bär teilt sich seine Kräfte gut ein. Daher ruht er viel in Zeiten, in welchen Kräfte nicht unbedingt vonnöten sind. Aber dann, in den anderen Zeiten, hat der Bär überdurchschnittliches Potenzial an Kraft, was ihm zur Verfügung steht. Und in meiner Vision ist der Bär also am Erwachen und in seine Kraft kommt er immer mehr. Das ist etwas, auf das wir achten sollten. Und dann kommen diese vielen kleinen Bären. Da gibt es zwei Deutungen. Einmal, sie könnten das diese 14 anderen Staaten sein, die ich euch gerade aufgezählt habe. Aber es gibt auch noch die andere Vision, dass zum Beispiel die Ukraine sich in mehrere kleinere Staaten, sage ich jetzt mal, aufteilen wird. Also in mehrere kleinere Gebiete aufgeteilt wird durch diesen Krieg, durch dieses Hin und Her. Und das ist etwas, was sehr wahrscheinlich ist. Wir haben ja eine Diskrepanz in Deutschland, dass die Regierung nicht das macht, was das Volk möchte. Also dass die Regierung wirklich gegen den Willen des Volkes hier herrscht. Und das Volk, also wir möchten ja gerne eine interkontinentale Zusammenarbeit haben. Wir möchten ja Frieden überall haben und das wird von unserer Regierung verweigert. Dadurch wird es bestimmt zu Herausforderungen kommen und deswegen ist auch der Bär, sage ich mal, jetzt so ein bisschen nicht mehr so ruhig wie vorher. Da bahnt sich also etwas an und es liegt an uns allen, dass wir das stoppen. Und wir haben ja auch die
neue kosmische Energie, die uns zur Verfügung gestellt wird. Da hatte ich ein Video drüber gemacht. Du kannst das hier oben, werde ich es euch verlinken. Da könnt ihr gucken, mit dieser neuen kosmischen Energie kommt etwas in Bewegung. Ja, es kommt etwas in Bewegung und jetzt kommen wir zu dem Phönix. Der Phönix steht für Europa und der Phönix bringt letztendlich, das wisst ihr, Erneuerung. Er erhebt sich und bringt Erneuerung und das steht für Europa. Europa bleibt nicht so, wie es ist. Ja, es hat ja bei uns dieses Jahr mit den Bauern angefangen und es ist etwas, ein Gefühl, dass sich endlich mal was tut, dass endlich was in Bewegung kommt, dass man nicht nur abwartet, sondern aktiv wird. Und auch das ist diese neue kosmische Energie, die uns ja zur Verfügung gestellt wird, damit wir auch genügend Kraft haben, um ins Handeln zu kommen. Und das ist die Veränderung, das bringt der Phönix, er bringt ganz viel Neues nach Deutschland und nach Europa. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt alles in diesem Jahr geschieht. Es ist bloß der Anfang. Es ist der Anfang von dem Neuen, was wir uns ja wünschen. Und wir sind ja auch deswegen auf die Erde gekommen, um diese Erneuerung zu bringen. Und das wollen jetzt nicht nur die Deutschen oder die deutschsprachigen Länder, sondern in ganz Europa ist dieses Gefühl, dass eben diese Erneuerung kommen muss, weil es hängt ja überall etwas schief, sozusagen. Und wir können uns also darauf gefasst machen, dass dieses Jahr sowieso eine große Herausforderung ist, aber auch einen riesengroßen Schritt macht in die Erneuerung der aktuellen Lage. Es wird sich viel verändern in Politik und in den Regierungen. Und die Unterstützung des Phönix, der Phönix-Energie, das ist für Europa und für Deutschland auch. Das ist insgesamt eine gute Nachricht, denn so wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen und es muss was geschehen, es muss was in Bewegung kommen. Und ich habe mir gedacht, um das zu unterstützen, werde ich jetzt mit euch eine Meditation mit dem Phönix machen. Und ich denke, diese Energie von dem Phönix, das hilft einem jeden von uns, denn ein Neuanfang oder der Weg zu etwas Besseren und Guten, den wünschen wir uns doch alle. Und so können wir uns aus dieser Meditation ganz viel Kraft holen und vielleicht sogar dann unseren eigenen Weg in einem neuen Selbstbewusstsein gehen, in dem Wissen, dass wir alles schaffen können. Und wer auf Telegram immer mal reinschaut bei mir, der bekommt auch öfters mal Informationen über zum Beispiel, wie komme ich in meine Kraft? Was ist jetzt wichtig für mich? Da schau ruhig ab und zu mal rein. Und jetzt werde ich euch einladen zu dieser wunderschönen Meditation, die uns alle zusammen unterstützen wird. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte ich dich, jetzt dies gleich zu tun und auch die Glocke zu aktivieren, denn dann wirst du immer die neuesten Nachrichten erhalten und auch diese Visionen, die ich immer wieder mal habe, werde ich dir erklären, um einfach zu verstehen, von einer anderen Ebene zu verstehen, was denn hier alles bei uns geschieht. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Meditation. Geliebte Herzensmenschen, ich darf euch voller Freude zu dieser Meditation begrüßen, denn ich weiß, dass sie sehr viel Kraft geben wird und dass sie dir Klarheit bringen wird, wie es in deinem Leben weitergehen kann. Und so bitte ich dich jetzt einfach mal, dich auf dich selbst zu konzentrieren, das Licht der Liebe einzuatmen und den Fokus auf dein Herz zu legen.
Dein Herz, das ist das Zentrum der Liebe, das Zentrum des Friedens und das bist du. Alles, was du in deinem Herzen fühlst, das bist du. Und nun werden wir zusammen eine kleine Reise machen. Und wenn du einverstanden bist, dann gib mir einfach ein inneres Ja. Mit diesem inneren Ja öffnet sich dein Herz und deine Seele ist bereit, dich zu führen. Und so wird dich deine Seele nun über die Linien der Zeit in die Felder der Krafttiere führen. Du befindest dich an einem Platz, an welchem du ungestört bist, hast die Augen geschlossen und atmest tief ein und aus. Und mit jedem Atemzug zentrierst du dich und kommst immer mehr in deine Mitte. Nach und nach wird dein Atem immer ruhiger. Du bist ausgeglichen und dein Verstand ist ruhig, denn die Gedanken fließen wie die kleinen weißen Wolken am Himmel still vorüber. Und nun stell dir vor, wie du dich in einem magischen Garten befindest, umgeben von wunderschönen Blumen und einem klaren Teich. Dieser Garten hat eine beruhigende Wirkung auf dich und du fühlst dich sehr, sehr wohl. Du betrachtest die Blumen und auch den Teich. Du bist ganz versunken in diese wunderschöne Energie. Und nun stell dir vor, wie ein majestätischer Phönix vor dir erscheint. Seine Federn glühen in den leuchtendsten Farben und sein Blick ist voller Weisheit. Betrachte seine Erscheinung und spüre die Energie des Phönix, die von ihm ausgeht und zu dir strahlt. Nimm dir ruhig Zeit, denn dieser Phönix ist wunderschön. Atme tief ein und aus und visualisiere, wie du eine Verbindung mit dem Phönix herstellst. Der Phönix kommt näher zu dir. Er fliegt genau vor deinen Augen. Und nun, wo du ihn vor dir siehst, stell dir vor, wie ein Strahl aus goldenem Licht von deinem Herzen zum Herzen des Phönix fließt. Fühle die Wärme und die Liebe in dieser Verbindung und lass dir ruhig ein wenig Zeit. Und dann stell dir vor, wie du dich in einen kleinen Vogel verwandelst, der diesem Phönix folgt. Gemeinsam fliegt ihr hoch in den Himmel. Der Phönix führt dich. Du spürst die Freiheit
und die Leichtigkeit des Fliegens. Es ist ein wunderschönes Erlebnis. Lasse nun alle Sorgen und Belastungen los, während du in den Himmel hinaufsteigst. Es ist alles ganz leicht. Und fühle, wie du dich von allem befreist, was dich belastet. Wie alles ganz einfach von dir abfließt. Denn dies ist der Moment der Transformation und der Erneuerung. Es ist ein wunderschönes Gefühl, du fühlst dich frei, sorglos und stark. Und dann führt dich der Phönix weiter, folge ihm. Er führt dich zu einer goldenen Plattform hoch in den Wolken. Fliege mit ihm dorthin und stelle dir vor, wie du dich in einem neuen Zustand der Stärke und Erneuerung verwandelst. Du bist jetzt genau wie der Phönix, bereit, aus der Asche deiner Vergangenheit aufzuerstehen. Es geschieht wie von ganz allein. Und dann, nach einer Weile, als es geschehen ist und du diese neue Kraft in dir spürst, neue Visionen kommen und du genau weißt, dass alles gut werden wird, bedanke dich bei dem Phönix und er wird dir zuzwinkern, er wird dich begleiten, auf dem Weg zurück in dein Herz hinein und du spürst die Kraft des Phönix, wie sie sich nun in deinem Herzen ausbreitet. Die Kraft der Erneuerung und Erleuchtung, die jetzt in dir ruht. Es ist wie eine Wiederauferstehung, was hier gerade geschehen ist für dich. Und jetzt gebe ich dir Zeit, noch einmal zurückzuschauen zu dieser Plattform und vielleicht erhältst du ja einige Visionen, was jetzt für dich richtig ist. Und so lass es geschehen und genieße diese Zeit, deine Zeit. Um dann nach einer Weile voller Energie und Freude, Tatkraft und Kraft
wieder in das Hier und Jetzt zurückzukommen, zu spüren, dass sich ganz viel verändern wird, um dann Hände und Füße zu bewegen, die Augen zu öffnen und ganz wieder hier zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude, wenn du diese Meditation wiederholst, denn du wirst feststellen, du wirst jedes Mal an Kraft gewinnen und deine Visionen werden immer klarer werden. Habe eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, deine Nirjana.